7 freigemacht und jetzt sitzt in einem der Vorausautos mit Fernsehkamera ein Le Mans-Sieger und DTM-Champion Klaus Ludwig. Klaus, herzlich willkommen. Du machst jetzt eine Kamerafahrt oder wie wird das? Ja, ich fahre hier mal hoch und werde oben die Teilnehmer mit abwinken und freue mich drauf. Ich bin eben ja mit dem SL gefahren, mit dem sportlichen SL-Flügeltürer und das ging schon zügig voran. Du hast selbst sehr viele Rennfahrzeuge in deiner Karriere bewegt. Was geht dir so durch den Kopf oder wie ist das mit dem Herz, wenn du diese alten Dinge aus den 30er Jahren siehst? Ein Traum, wunderbar. Ich meine, ich habe auch solche Autos gehabt und habe mich nie getraut, sie wirklich auszufahren. Aber ja, man muss sich wirklich wundern. Die Leute haben volles Vertrauen in ihre Autos, geben Vollgas und fahren damit und haben Riesenfreude. Geht. Die, die das damals gebaut haben, unsere Großväter, Urgroßväter, kein Computer, gar nichts, das war alles nur am Zeichenbrennen. Gut, das habe ich ja auch noch gemacht in den 70er Jahren. Da gab es auch keinen Computer, da gab es ein Drehzahlmesser mit einem Schleppzeiger, das war das Einzige, was wir hatten. Und ich habe die Zeit der Datenaufzeichnung, alles miterlebt, also es hat sich viel entwickelt. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du gekommen bist, meine Damen und Herren. Klaus Ludwig jetzt mit unserem Kameraauto voraus Richtung Köln. Es gibt eine tolle Aufnahme, würde ich mal meinen, und tolle Aufnahmen.